Möbel, Deko, Lampen, Spiele und Bücher. Im ersten Fulda Sozialkaufhaus Jedermanns Möbel und mehr findet man auf 800 Quadratmetern alles, was man im Alltag so braucht. Seit einer Woche können Kunden hier einkaufen, egal ob sie ein kleines oder großes Budget haben. Offiziell eröffnet wurde das vom Deutschen Roten Kreuz betriebene Kaufhaus am Montagnachmittag. Wir haben durch unsere Kleiderläden einen erhöhten Bedarf festgestellt, dass gerade Möbel mehr benötigt wird. Und da haben wir gedacht als DRK Fulda, dass wir uns dem bürgerlichen Engagement stellen und sowas anbieten. Der Bedarf ist groß, die Nachfragen sind groß und was auch sehr positiv zu erwähnen ist, die Spendenbereitschaft der Bürger und Bürgerinnen von Fulda ist auch ebenfalls sehr groß. Mit seiner Lage im alten Quellemarkt in der Robert-Kircher-Straße in der Fuldaer Innenstadt ist der Laden für jedermann leicht zu erreichen. Bürgermeister Dag Wehner überreichte DRK-Präsidenten Professor Martin Hessmann besondere Ansichten der Domstadt, noch bevor das rote Band feierlich zerschnitten wurde. Leiterin Jennifer Fink erklärt, wie die Idee zum Sozialkaufhaus entstanden ist. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, so ein Kaufhaus hier einzurichten? Die Idee besteht schon länger aufgrund der Kleiderläden, die das DRK schon führt, dass die Anfrage immer größer wurde, einfach auch nach anderen Artikeln als Klamotten, Möbeln und Haushaltsgegenstände. Und aufgrund dessen, da diese Spendenanfrage immer größer wurde, kam die Idee, ein Sozialkaufhaus zu öffnen, wo dann die Spenden abgegeben werden können und zu einem kleinen Obolus verkauft werden. Wer kann hier einkaufen? Jedermann. Aufgrund dessen haben wir auch den Namen Jedermanns, damit einfach bekannt wird, dass jeder hier einkaufen kann, egal ob groß, klein, die Religion, die Hautfarbe, das spielt alles keine Rolle. Jeder, der möchte, darf hier einkaufen. Wer zu Hause noch ein paar alte Möbel in gutem Zustand oder andere Dinge hat, kann diese im Jedermanns abgeben. Geöffnet ist der Laden von Montag bis Freitag von 9 bis 19 und samstags von 10 bis 15 Uhr. Osthessen News. Sehen, was bewegt.